Cookie. Cookie. Komm ich mal rausgehen. Oh. Ach, kleine Maus. Guten Morgen, guten Morgen. Heute ist Donnerstag. Donnerstag, der 8.10. Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 8.10. 3 Tage noch und den Rest von heute. Ich habe noch gar nicht geschaut, wie das Wetter werden soll. Es ist frisch, aber wenn es trocken bleibt, ist es mir egal. Als ich letzte Nacht beim Videoschneiden war, ist mir irgendwas eingefallen, wo ich dachte, okay, darüber kannst du morgen mal reden im Video. Habe ich mir Notizen gemacht? Nein. Leider habe ich es also vergessen. Ich hoffe, dass es mir noch wieder einfällt. Aber wir können immer kurz über das Videoschneiden reden. Ich glaube, ich nehme meinen iMac mit in die Uckermark. Das war ein bisschen unhandlich und fühlt sich an wie so eine LAN-Party früher, wo du den ganzen Rechner mit geschleppt hast. Aber ich habe mit dem MacBook geschnitten jetzt die letzten 2 Videos. Also das vom 6. das vom 5. Das vom 7. habe ich noch nicht geschnitten. Und es ist anstrengend. Ich glaube, ich werde ausrasten in der Uckermark, wenn ich darauf schneiden muss. Ich habe ein MacBook Pro, Modell Ende 2011, 4 GB RAM, Prozessor weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat der ganz schön zu tun beim Videoschneiden und ist langsam. Und manchmal rödelt er sich ein Wolf. Das macht nicht wirklich Spaß. Ich mache das erstmal weiter mit den aktuellen Videos, aber momentan bin ich echt drauf und dran, jetzt den iMac mitzunehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Der Start war schon schwierig. Erstmal meine Final Cut Dateien rüber zu bekommen aufs MacBook. Irgendwas war immer. SD-Karte nicht erkannt. Festplatte nicht erkannt. Kopieren dauerte Stunden. Oh. Hab irgendwie nicht mit so viel Problemen gerechnet. Oder mit so Schwierigkeiten, sagen wir so. Jedenfalls hat sich jetzt alles ganz schön verzögert. Denn ich wollte ja, oder so war der Plan jedenfalls, dass ich gestern das Video vom 5. und 6. veröffentliche und heute früh das Video vom 7. praktisch, also von gestern veröffentlichen kann. Ja, nun veröffentliche ich heute früh das Video vom 6. Das heißt, ich bin also immer noch nicht da, wo ich sein wollte, also auf dem Laufenden. Ich wollte es ja so machen, dass ich am Morgen das Video vom Tag davor veröffentlichen kann. Naja. Wie gesagt, am Wochenende habe ich 12 Uhr und ich befürchte, dass es mich noch weiter zurückwirft. Ich muss gucken, ich muss die Videos von Samstag und Sonntag und am besten auch das von morgen so einfach wie möglich halten, damit ich auf dem Laufenden bin. Weil für mich ist es wirklich wichtig, dass ich am Montag auf dem Laufenden bin, sodass ich am Dienstag früh das Video vom Montag veröffentlichen kann. Ich weiß nicht, ob es wirklich wichtig wäre. Ich habe da so ein paar Ideen, was ich machen will, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich so wichtig wäre, dass es so aktuell wie möglich ist, aber für mich ist es wichtig und deswegen muss das klappen. Ach, eins noch für alle, die gestern darauf gewartet haben, dass wir ins Kino fahren. Ich habe dann später irgendwie auch nichts mehr aufgenommen, weil ich es dann vergessen habe. Was ich übrigens gut finde. Also eigentlich nicht, weil es doof, aber auf der anderen Seite gefällt es mir gut, weil ich gerne mit Leuten zusammen bin, wo ich vergesse aufs Handy zu schauen, wo ich vergesse, was aufzunehmen fürs Vlog und so. Weil, ne? Erinnert euch an das Video vom 6. Reden, kommunizieren, zuhören, verstehen, handeln. So, Kino. Hier in der Nähe wäre Greifswald. Es war uns zu weit weg, so weit wollten wir gar nicht fahren. In Svinjusche hat ein Kino neuerdings aufgemacht. Da zeigen sie aber nur während der Sommersaison deutsche Filme, also ab und zu deutsche Filme, weil es sich sonst nicht lohnt. Und ansonsten wäre noch ein Kino in Zinnowitz, ein kleines Kino. Und da wollten wir halt hin. Ja, dann kam Jens an und sagte, welche Filme da laufen. Der Marsianer läuft da nämlich nicht. Da liefen nur 2 Filme und die waren, die haben mir nichts gesagt, die kannte ich nicht. Keine Ahnung. Und hat uns dann überhaupt nicht gereizt. Und ich glaube, so ein Kino zu betreiben, gerade in Zinnowitz, ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wie das läuft mit den Filmen. Die müssen die irgendwie kaufen, mieten oder so, keine Ahnung. Also sie müssen da irgendwie in Vorkasse gehen, damit sie die Filme bekommen. Und durch die Einnahmen, die sie dann an Kinokarten verkaufen,
versuchen sie das Geld wieder reinzuholen. Wie gesagt, es ist nicht einfach, gerade so ein kleines Kino und gerade in Cineville zu betreiben. Aber wenn man dann nur solche Filme zeigt, nur die Filme laufen lassen kann und die aktuellen Blockbuster, oder wie man das nennt, ja, die werden schweineteuer sein und die wird nicht jedes Kino zugeteilt kriegen. Ich weiß nicht, wie das läuft, irgendwas habe ich mal gehört, aber wenn man die nicht zeigen kann, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es dann doch den Bach runtergeht und man irgendwann das Kino dicht machen muss. Wäre schade, weil ich möchte nicht jedes Mal bis nach Greifswald oder sonst wo eiern, um ins Kino zu gehen. Zumal ich eh nicht oft ins Kino gehe. Na, aber dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn man ins Kino schließen muss. Was, wie gesagt, schade wäre, aber naja, ist, ja, wie gesagt, wird nicht einfach sein. Möchte man wahrscheinlich nicht machen. Ein Nachtrag noch zu dem Vlog vom 6.10. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, um in der Gastronomie zu bleiben, was Eigenes aufzumachen und das aber auch nur unter, ja, bestimmten Voraussetzungen. Also was ich halt in letzter Zeit für mich rausgestellt hat, ist, dass ich definitiv vegan leben werde in absehbarer Zukunft, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ich habe schon mal darüber gesprochen und dass es schwierig ist, das momentan zu machen wegen dem Job. Aber im Prinzip ja schon mache, also zumindest zu Hause ganz oft. Also was ich mir vorstellen könnte, ist ein eigenes Restaurant zu haben. Aber wenn, dann nur ein veganes Restaurant. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört. Die Sirenen der Polizeiautos in Svinjusche hören sich an wie so amerikanische. Naja, also was ich mir vorstellen könnte ist, und nur dann könnte ich es mir vorstellen, ein veganes Restaurant zu eröffnen. Ich glaube, sowas braucht man nicht mehr in Berlin eröffnen. Da sind schon genug. Man muss, also gut, deswegen kann man es trotzdem eröffnen. Deswegen kann man es trotzdem machen mit der richtigen Idee, mit dem richtigen Marketing und so. Kann man sich da definitiv durchsetzen. Aber wenn, dann würde ich es gerne wo machen, wo es noch keins gibt, wo ich der Erste wäre. Und das könnte ich mir hier auf Usedom vorstellen, weil alles, was hier rundherum ist, dann, ja, also hier ist Vegetarisches, nichts Veganes wirkliches und das, was überall so angeboten an vegetarisch und veganen Gerichten angeboten wird. Vegan glaube ich gar nicht, außer bei uns. Ich glaube, da sind wir im Hotel echt ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, das wäre man noch nicht, wenn ich nicht selber Vegetarier geworden wäre, wenn ich nicht darauf geachtet hätte, dass die vegetarischen Gerichte, die wir momentan haben, auch vegan möglich sind. Gut, also alles, was hier außen rum ist, ist es eigentlich lächerlich. Wenn ich daran denke, dass ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe irgendwie gehört, dass ein bestimmtes Restaurant ausgezeichnet wurde für die vegetarischen Gerichte, die sie anbieten. Dann habe ich letztens da, also schon eine Weile her, auf die Karte online geschaut, weil ich jemanden einladen wollte dahin. Und da war ein Gericht drauf. Das war ein vegetarischer Käseburger. Und da stand dann drauf, auch vegan möglich. Dann nehmen sie den Käse raus und packen nur die Brötchenscheiben mit Gemüse zusammen oder so, weiß ich nicht. Oder Tofu vielleicht noch dazwischen. Keine Ahnung. Aber ansonsten war das, totaler Sau eigentlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie dafür bezahlt haben, dass sie die Auszeichnung bekommen. Aber gut, wie gesagt, alles nur Vermutungen hören sagen jetzt gerade. Ich weiß nicht genau. Ja, also das könnte ich mir vorstellen. Also hier auf Usedom. In der Uckermark wäre ich definitiv auch der Erste, aber da ist die mögliche Kundschaft noch geringer. Und hier auf Usedom ist halt mehr Tourismus. Und wie ich damals schon gesagt habe im Video, mit der richtigen Idee, mit dem richtigen Marketing, hat man definitiv auch schon Leute dazu zu bewegen, da reinzukommen und erstmal zu probieren. Gut. Das wollte ich jetzt nur noch nachtragen. Also nur dann könnte ich mir vorstellen, in der Gastronomie irgendwie zu bleiben. Ja, weil es dann aber auch mein eigenes ist und ich das machen kann, was ich für richtig halte und für möglich halte und für sinnvoll erachte. Und gerade im Hotelgewerbe, was ich da momentan so sehe, das ist so viel Geheuchel und Falsches dabei. Also so, das ist, ja, weiß nicht, ist widerlich. Das geht mir gegen den Strich. Ich sehe, dass auf Hoteltresen Wasserkaraffen stehen, wo dann oben so ein Glaskolben drin ist, wo irgendwelche bunten Steinchen drin sind, die dann das Wasser, keine Ahnung, was die mit dem Wasser machen sollen angeblich. Das esoterische Kackscheiße nicht mehr. So ein Scheiß regt mich auf. Aber gut, es gibt genug Idioten, die darauf reinfallen und die dann denken, wunderbar, bunte Steinchen. Ich sag's nochmal, esoterische Kackscheiße. So, ich glaube, das war's für heute. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Das war sehr knapp gerade. Gerade noch so die Leine angemacht, bevor der First um die Ecke kam. Das ist wieder meckern gehen.